Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Hanan Mafi vom Kundenservice bei Artaka CAD. Ich bin Ihre Ansprechperson, wenn es rund um das Thema Autodesk Account geht. In unserer heutigen Session besprechen wir die Teamverwaltung, sprich Erstellung und Organisation von Teams im Autodesk Account. Allgemein zu Teams kann man sagen, dass diese uns helfen, Lizenzen und Benutzer nach Unternehmensbereichen oder Projekten zu organisieren. Man kann Administratoren für jedes Team einzeln bestimmen. Und die Anzahl der Teams ist unabhängig von der Anzahl der Lizenzen. Unsere heutigen Punkte sind: Wie erstelle ich ein Team? Wie benenne ich ein Team um? Und wie verschiebe ich ein Abonnement in ein anderes Team? Legen wir los. Team erstellen können der primäre und der sekundäre Administrator. Diese loggen sich in ihren Autodesk-Account ein, gehen in der Benutzerverwaltung auf Nachbenutzer oder Nachprodukt. Und oben rechts ist ein Zahnradsymbol. Das sind die Team-Einstellungen im Autodesk-Account. Danach kommt Aktionen und Sie können schon Team erstellen wählen. Hier geben Sie schon den Teamnamen Ihres neuen Teams ein und sagen Team erstellen. Im nächsten Schritt können Sie Benutzer einladen, Abonnements verschieben oder wenn Sie möchten, können Sie es auch später erledigen. Wir sagen mal Benutzer einladen. Hier können Sie auch schon eine Person, mehrere Personen einladen oder diese importieren und die Einladung versenden. Somit kommen wir zu unserem nächsten Punkt, und zwar ein Abonnement in ein anderes Team verschieben. Dies kann nur der primäre Administrator. Dieser steigt jetzt in seinen Autodesk-Account ein. In der Benutzerverwaltung geht er auf Nachbenutzer oder Nachprodukt, wählt das Team aus, geht hier auf das Zahnradsymbol und sagt Abonnement in ein anderes Team verschieben. Das ist sein Ausgangsteam. Hier sind auch die Lizenzen, die er verschieben kann. Er kann eine oder mehrere auswählen. Und hier oben wird nochmal angezeigt, dass die Lizenzen aus diesem Team ausgewählt werden und in das neue Team verschoben werden. Wenn das stimmt, dann können Sie den Vorgang bestätigen, indem Sie auf Senden klicken. Danach kommt die Bestätigung, dass das Abonnement erfolgreich verschoben wurde. Dann können Sie weitere Abonnements verschieben oder den Vorgang mit Fertig abschließen. Nun kommen wir zum letzten Punkt des Tages, und zwar: Wie benenne ich ein Team um? Dies kann der primäre und der sekundäre Administrator machen. Diese steigen in Ihren Autodesk-Account ein. In der Benutzerverwaltung gehen Sie auf Benutzer oder nach Produkt und dann wählen Sie das Team aus, das Sie umbenennen möchten und hier wieder auf unser Zahnradsymbol und sagen hier umbenennen und schließen den Vorgang ab. Sollten Sie weitere Fragen zur Teamverwaltung haben, zum Beispiel wenn Sie unabsichtlich ein Team angelegt haben, das Sie dann doch nicht benötigen, oder wenn Sie Teams zusammenführen möchten, dann kontaktieren Sie uns gerne unter kundenservice@artaka.com oder telefonisch sind wir auch gerne für Sie erreichbar. Wir sind auch via Teamviewer oder MS Teams für Sie erreichbar für weitere Fragen rund um Ihre Lizenzverwaltung. In diesem Sinne möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit herzlich bedanken und bis zum nächsten Mal.